Ich meine, ob du mich audisch wahrnimmst von der Audio. Was? Ob man das hört. Da ist so ein Rauschen in deiner Stimme. Okay. Aber danke. Habe ich jetzt das Richtige angemacht? Ja, Mikro ist mal wieder nach unten gerutscht gestern. So. Na dann. Gucken, wie lange ich heute Bock habe. Das hängt, glaube ich, sehr von dieser einen Mission ab, oder? Ja. So. Hey. Das ist ein heißer Schnigge. Es war mir eine Freude, ihn zu machen. So, ja. Öffnen. Erfordert Hecken 30. Kann ich also verkaufen. Erfordert Stufe 45. Wow, schlechter als meins. Öffnen. Erfordert Stufe 45. Schlechter als meins. Wow, was kriege ich hier für tolle Sachen? Persönliche Eroberungsrequisit hier. Benutzt gewährt 50.000 persönliche Eroberungsrequisit. Okay, das wird verkauft, das wird verkauft, das wird verkauft. Universal Sammel Tresorkiste. Öffnen. Das aktiviert das, aktiviert das, aktiviert das, das. Entfesselt MK2 Depot des Züchtigers. Öffnen. Holy shit! Da kommt auch eine Menge raus. Benutzt führt 24 Stunden lang 15 Rufschubladungen hinzu. Jeder benutzte Trophäe verursacht eine Ladung. Ruhmschub benutzt, erhöht 2 Stunden lang sämtliche gewonnene Ruhmschub und brauche ich alles gar nicht. Woher kriege ich sowas? Woher oder warum? Ja, warum? Was habe ich denn hier? Sekundäres Färbemodul tiefgrün. Färbemodul mit dem Sekundärfarbe tiefgrün, bla bla. Und einmal in mittelorange hellgelb. Okay, Rucksack öffnen. Ja, noch mehr Zeug. Und wieder nur Geschenke. Das sind 4 mal 25.000 Quests. 100.000? Plus 15.000 plus 20.000. Oh. So rüstungstechnisch mal. Ja, beanspruchen. Danke. 5-mal kostenloser geringer Sozialschub. Mann, warum? Ich weiß gar nicht, wohin mit dem ganzen Zeug. Erfordert T707. Erfordert eine Clown-Kit-Erscheinungsberechtigung. Les! Da rufen wir den mal. T7. Beweg mal den Arsch zu mir. Kann ich nicht aktivieren. Du kannst dich nicht mit diesem Gegenstand ausrüsten. C. Passt dort nicht hin. Passt dort da auch nicht hin. Hä? Wir beide können ja eine Crew machen. Wo du kriegst ja auch immer diese ganzen Einladungen, die Crew eintreten, bla 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 bla. Damit andere Mitspieler sind. Ob du nachweisen musst, ich bin in der Crew und kann das dadurch verwenden. Dann verkaufe ich den Quark. So kann ich mir das vorstellen. Was haben wir denn hier? Entfesselte MK2-Fokus des Züchtigers. Schnelligkeitswert geht komplett flöten. Machtkraft plus 411. Wow, okay. Angriffskraft plus 29, so plus 9. Ausdauer plus 20. Ausrüsten. So, dann habe ich eine neue Rohre. Oh.
Holy shit, ausrüsten. Was haben wir hier? Eine neue Hose. Schildwert minus 8, Verteidigungswert minus 26, dafür plus 29 Angriffskraft, plus 27 kritische Treffer ausrüsten. 104, 104, das haben wir dann zweimal. Und die Schuhe sind auch besser. Gut. Das gefällt mir, das Aussehen. Das gefällt mir tatsächlich. Weiter im Geschehen. T7 ist noch hier. Mittlerer Einfluss. Bitteschön. Hab ich noch irgendwas für dich? Ne, unten die waren ja No-Go. Kira! Kommst du mal her? Ich bin zurück. Ich hab hier was für dich. Ein Schlüssel. Großer Einfluss. Anscheinend. Hier eine Planetenfahne. Das nenne ich mal ein Geschenk. Ich weiß. Es gefällt dir, wenn ich dich beschenke, ne? Typisch Frau. So, C2. Für dich habe ich bestimmt auch noch was dabei. Passt auf euch auf. Nö, für den habe ich nicht. Alles klar. Der kann wieder gehen. Komm, Altor, du kommst wieder dazu. Ah nee, warte mal. Kira, ausrüsten. Zu allem bereit. Deine Robe. Rüstungswert 545. Die hier hat 28. Mit was für einer schlechten Robe bin ich rumgerannt, bitteschön. Ausdauer 45, Angriff 20. Ausdauer 49, Angriff 22. Ach, deswegen. Die Station einfach nur besser. Bitteschön, Kira. Neue Robe. Eine Hose. Rüstungswert 570. Wo ist deine Hose? Da unten. Beherrschung 33, Ausdauer 38. Schildwert Verteidigung. Kira, du kriegst eine neue Hose, würde ich sagen. Die Schuhe, Rüstung 379. 379, ist das nicht, nee, das sind nicht die gleichen. 44 Beherrschung, 57 Ausdauer. Okay, die sind schlechter. Die Alte hat bessere Kleidung an als ich manchmal. Das ist unglaublich. Das ist doch echt unglaublich. Bis dann. Bla bla bla. So, wo war ich denn stehen geblieben? Bei irgendeiner Quest. Nee. Wo hab ich mich denn ausgeklopft? Wir jetzt. Also. Warum stehe ich hier? Warum stehe ich hier auf diesem Fahrstuhl? Wenn ich mit dem fahre, komme ich doch nirgendwo hin. Also du hattest dich nur über eine Quest beschwert, die... Ja, das ist die da hinten, ne? Die Labortiere. Wo ich von 5 Tieren eins geklatscht habe und 4 haben mich geklatscht. Warte mal. Das wird hier alles verkauft. Das auch, die Tränke nicht. XP-Schub lasse ich noch, die hebe ich alle auf. Kann ich dem noch irgendwas anziehen, bevor ich jetzt wirklich loslege hier? Rüstung 377, Beherrschung 38, 33, Ausdauer. Ausrüsten. Oh, die sieht an dem echt geil aus. Hose 490, 418, 45 Beherrschung. 39 Ausdauer, 17 Angriff, 16 Kritik, ne, die ist schlechter, Schuhe, 290, 60 Beherrschung, 53 Ausdauer, okay, Beherrschung ist weniger, Ausdauer ist mehr, Präzisionswert, Angriffskraft dafür noch, Angriffskraft 26, Angriffskraft 26, dann kriegst du die hier noch. Ich würde dir halt wirklich gerne eine neue Hose anziehen, weil dich im Kleid zu sehen, das ist creepy. Den Blaster kannst du leider nicht nehmen. Ärgert mich ein bisschen.
gut, das wird verkauft, das wird verkauft, die Färbemodule nicht. Dann kann ich meine Rüstung einfärben. Na dann. Wollen wir doch mal. Da lang. So, und die anderen. Ihr dürft das hier. Ich mache mich gleich dran. SZ war mein Kleider. Und, weißt du wieder welche? Ich gehe jetzt zu diesen Laborrattenviechern. Einfach gucken, ob ich die Quest weiter machen kann oder ob ich wieder verrecke. Bei denen habe ich wirklich versucht, möglichst ein, maximal zwei. Aber jetzt mal ernsthaft, warum bin ich Kilometer weit weg von der Quest? Ich bin mir nicht sicher, ob da ein Holocron war. Ich kann erstmal was verkaufen. Weg, 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 weg. Weg, 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 weg. Weg, 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 weg. Geschenke verkaufe ich jetzt auch alle. Damit ich mehr Platz hab. So. Was ist das hier? Kostengänger Sozialschuh. T7, das Ding wird verkauft. Okay. So, das Ei kommt da hoch, das will ich demnächst ausbrüten. Stimmt, das hast du ja immer noch. Ja. Sie sind einsatzbereit. Geht aber leider gehen hier Sie noch auf nicht. Ihren Posten zurück. So. Jetzt muss ich hier da aufzukommen. Hier müsste der Aufzug kommen. Ach komm, ey, ich darf wieder bis sonst so hinfahren. Da lang. Hier lang. Hier ist ein Kristall zum Scannen. Ach, hier muss ich ja wieder mit der Maus alles machen. Skyrim kann ich cutten, aber Skyrim kann ich größtenteils mit Tastatur spielen. Ach so, das Lenken und Steuern meinst du? Ja, ja. Ah, ja. Jetzt gucken, wo muss ich denn hin? Nach da unten. Ne? Nach dort. Hui. Hui. Da in die Richtung. Nein! Ach komm, leck mich am Arsch. Ey. Priester, komm her. Gucken, was war was? Ja, und 6 war Wurf, genau. Okay. Oh nee. Stimmt, die 6 scheidet sich nur frei, bevor die down sind. Das ist der Todesschlag.
Ui. Ich bin zu lange raus. Ich muss da runter. Ja, genau. Da runter muss der Eik. Und jetzt muss ich da, ich bin viel zu weit weg von der Quest. Du hast die auch noch nie erledigt, oder? Doch, mit dem Labor Ratten sichern, doch, habe ich erledigt. Bin aber zwei oder dreimal gestorben. Ah. Wie gesagt, ich habe es wirklich extrem vorsichtig und langsam bin ich es angegangen. Alter. Ich habe mir einen nach dem anderen. Was war mit dir los, Altur? Der ist mal voll buggy rumgeglitscht. Sag mal, ey, ich benutze jetzt einen scheiß Teleporter. Das kann doch nicht sein. Wie weit bin ich denn weg davon? Ein Teleporter? Du hast doch immer neben der gelben Schrift dieses Raumschiff-Symbol. Damit kannst du dich direkt dahin teleportieren zur Quest. Neben der gelben Schrift Raumschiff-Symbol. Oh. Ah. Oh. Okay. Verwendet. 1, 2, 3, 4. Mama und 3 Babys. Wir schlachten als erstes die Babys ab, Altur, los. Den bist schon kämpfen. Also kämpfen, absolut. Ich habe auch immer mal wieder Strategien wechseln müssen. Ob da jetzt nur Heilung, Tank oder sonst was ist, mein Gefährte. Das war eine Qual. Und das war halt schon wieder durchgemogelt. Okay, Mama ist tot. Gott, das kriegt man hin. Okay, die Jungtiere sind nur down. Hui! Na, das war mal was. Andere Seite. Das war mal was. Das sind drei. Da ist irgendwas. Was ist denn das? Kühlmittel. Okay, damit frost ich die paar Sekunden ein. Ich muss noch. Sechse umballern, na komm, scheiß drauf hier. Ja, greift an, komm. Kira, ich kann mich nicht. Dann machen, besiege die Infizierten. Ach nee, die, warte mal, die waren auf Sith-Seiten schon so räudig. Das sind wieder nur drei. Okay, das sind wieder so eine junge Ratten. Den halt Waffe hetzen, ey. Abgeschlossen. Gut, jetzt muss ich noch das andere Viehzeug umballern.
Infizierter Xenobi-Schläger, Stufe 25, 3590 Leben. 3400 und da ist noch eine Ratte. Das sind drei Schläger und eine Ratte. Kann ich die Ratte schon nochmal so? Komm. 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 Alter, willst du mich verarschen? Irgendwie... Sonst gehen die immer gleich auf ihn los. Ja, komm, scheiß drauf. Ja, das ist irgendwie gar nicht okay. Ja, weil ich schon übelst mal an den Ruderrand bin. Das verwundert mich halt jetzt so. Achso, dass er eben nicht auf den Ruderrand gekommen ist. So, der hier mit dem Schwert. Ach, die haben noch fette Blaster. Aber die sind irgendwie einfacher als die Laborwaffen. Wer weiß. Wir sehen uns, wenn ich fertig bin. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Das mag ich nicht. Ich muss. Nee, das ist ein Mama-Rattenviech. Da ist ein Mama-Rattenviech. Ich würde sowieso hier unten bleiben müssen. Ne? Altur, Altur, nein, nein, willst du mich verarschen? Ich erinnere letzte räudige Mist hier. Jetzt davon. Scheiß Viech, ey. Warte mal, wie viel brauche ich noch? Vier Stück von den infizierten Mannequin. Wenn ich die dort angreife, greifen mich die dann bestimmt auch an. Ich habe doch so ein gutes Glück. Oder gehe ich hier rein? Da sind vier Stück. Ah!
deaktiviere, bla bla bla. Und ich war schon auf dem richtigen Weg. Sehr schön. Hier geht's nach unten. Das sieht mir doch so aus, als ob hier gleich was kommt. Oder auch nicht. Cool. Fertig. Und was kriege ich? Ein Gürtel. Ist der wenigstens besser als meiner? Ne, Angriffskraft nimmt ab. Dafür kriege ich Verteidigung. Alto, der ist bestimmt was für dich. Dein Gürtel, 14 Angriff, 50 Ausdauer, 50 Beherrschung. Hey, ist eins zu eins der gleiche. Kriegst du den nicht. So, jetzt geht's weiter mit den lilanen Quests und dann kann ich endlich von dem Planeten weg. Endlich. Was passiert, wenn ich in so ein Blitzding reinrenne? Nichts, die sind Deko wahrscheinlich. Wow, ich dachte, ich werde gebrutzelt. Dass ich zu einem Heildruiden komme. Dann halt nicht. Diese Quest werde ich nie wieder machen. So. 10 Minuten später, du nimmst sie aus Versehen nochmal an. Dann würde ich die abbrechen. Na gut, du weißt ja, wie sie heißt. Wenn man nicht weiß, wie sie heißt. Laborviecher. Und dann erstmal dahin. Ja, genau. Und dann erstmal aber dahin läuft, was sie macht. Und dann merkt, oh, scheiße, das ist doch die Quest. Nee, auf der Laborviecher hab ich keinen Bock mehr. Nee. Da ist eine Lootkiste. Schon lange keine mehr geöffnet. Nur Rucksack und was zu essen, das ist wieder ein Geschenk für jemanden. Jetzt geht das wieder los. Und irgendwelche lilanen Kristalle. Da. So, begib dich ins SED, das ist die richtige Hauptquest. Die anderen, melde dich bei Elox, melde dich bei Glock. Mit Elox hab ich doch aber schon mal interagiert. Das war eine gelbe Quest. Haben sie die jetzt lila gemacht? Ich hoffe nicht. Den ganzen Weg zurückfahren, ey, Mann. Das ist ja so schön. 30 Minuten und ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Trotz Erfolg, dass du die Quest erledigt hast. Ganz ehrlich, irgendwann hätte ich gesagt, scheiß auf die Quest. Ja, aber du hast ja jetzt. Ja, aber irgendwann hätte ich schon gesagt, scheiß drauf. Was ist das denn überhaupt? Regenbogenjuwel. Der hat wieder abgekackt. Scheiß Droide. Mond von Tila. Da schicke ich die Kira hin. Spitzhacke macht der da. Und C2 braucht eine ganz leichte Aufgabe. Wertsachen suchen, hier. Ich werde Ihre Erwartungen übertreffen. Mir ist aufgefallen, Sachen, wo drinnen steht, da muss gekämpft werden oder so, die macht er einfach nicht. Da lust er immer übelst ab. Wer lust ab? Der C2-Droide. Der muss einfach nur Aufgaben machen, wo er Sachen suchen muss. Da kriegst du auch immer deine Belohnung. Also. Ach, das meinst du, ja. Falsch gefroren.
So, dahin. Ich muss da lang. Das kotzt mich an. Ich habe die ganze Zeit immer oben links, ploppt jede zwei Sekunden gefühlt so eine Nachricht auf. Sie haben beinahe ihren maximalen Kontostand erreicht. Sie haben beinahe ihren maximalen Kontostand erreicht. Dann kauft ihr was. 300.000 davon weg. Dann kauft ihr irgendwas Sinnloses und verkauft es wieder. Eben will ich ja, wenn ich den scheiß Planeten ver... Hä? Das macht nicht mal einen Sinn, wenn ich es kaufe und verkaufe, kriege ich denselben Betrag wieder. Nein, du kriegst weniger wieder. Es gibt doch immer so eine Rückgabezeit, in der man das wieder verkaufen kann. Dann kauft ihr was für 500.000 und zieh es einfach aus dem Inventar raus und vernichtest. Die Taxiplattform. Ich sag mal so, ich werde so oder so mir ein bisschen was gönnen und kaufen, wenn ich den scheiß Planeten verlassen habe. Ich muss unbedingt mal zum Tokenhändler. Das Lustige ist, Sachen, die über eine Mille kosten, kannst du dir einfach nicht kaufen. Gibt es denn überhaupt eine Sache, die über eine Mille kostet? Es gibt genügend Sachen, die über eine Million kosten, ja. Kannst du dir nicht kaufen, weil ich glaube, die Millionengrenze kannst du nur knacken, wenn du Premium hast. Also hier Abonnent bist. Also kann man sich davon auf jeden Fall schon mal verabschieden. Mir fällt aber sowieso nichts ein, was ich über eine Million jetzt gerade akut haben möchte. Nee, ich auch nicht. Ich will noch die letzten Ends für Sachen für mein Raumschiff haben, aber dann bin ich heavy. So, dann kämpfen wir jetzt. Quatsch mal jetzt mit dem Dulli. Hey, wir kennen uns schon. Gut, euch zu sehen. Okay, Quest erledigt. Das ging schnell. Er wollte wahrscheinlich einfach nur nochmal drüber quatschen, was ihr gemacht habt. Was für ihn, was sicherlich für ihn schon irgendeine Aufgabe ja. Dabei erfüllt. Willkommen. Bitte wählen Sie eine verfügbare Reiseroute. Vernichtung, sprich mit Ganuk. Ja, sag mal, aus der Ecke komme ich doch gerade. Ich wünsche Ihnen einen sicheren und angenehmen Aufenthalt. Dann flieg mal wieder zurück. Da flieg ich mal wieder zurück. Kann ich auch mal bei Instagram reinlunzen. Ob ich den Schnuggelchen nochmal sehe. Nein, die wollte ich nicht angucken. Okay, so schnell war ich nicht mit dem Scrollen, schade. Wo ist er denn? Jetzt, ich muss wieder durch diese... Warte mal, was ist denn das da oben? Missionsterminal. Nein, da möchte ich nicht hin. Ganuk. Und wieder Fahrstuhl fahren. Komm, es gibt Schlimmeres.
finde ich. Erstmal da hinfahren, das ist schon nervig und langweilig. Aha, da hat Gott wohl heimlich gespielt. Hm? Du hast wohl, bist auf einmal 3 Level über mir, das war sonst immer nur 1 Level Unterschied. Frag mich aber nicht warum. So, da hat jemand heimlich gespielt, würde ich sagen. Endlich, ein Mensch ohne imperiale Uniform. Sowas sehe ich selten, während uns das Imperium hier bis zum Umfallen schuften lässt. Ich bin Ganuk. Offiziell bin ich Vorarbeiter, aber die meiste Zeit über organisiere ich den Widerstand. Zuerst die Hutten und jetzt das Imperium. Ein Jedi hat immer Zeit, um einem Freund der Republik zu helfen. Noch nie haben wir Hilfe dringender gebraucht. In der Nähe gibt es eine Chemiefabrik. Meinen Quellen nach entwickelt das Imperium dort Gifte, um spezielle, empfindsame Spezies zu töten. Ich habe eine Agentin losgeschickt, um weitere Informationen zu sammeln, aber sie ist verschwunden. In der Fabrik wimmelt es von imperialen Wachen. Wir können sie also nicht infiltrieren. Ich brauche einen direkten Angriff. Wir müssen in ihren Hauptcomputer und ihre Pläne aufdecken. Das Imperium kann nichts vor mir verheimlichen. Ich werde es tun. Schön, dass ihr so denkt. Findet den Hauptcomputer, schließt diesen Datenscanner an und ich erhalte Fernzugang. Dann finden wir heraus, wen genau das Imperium mit seinen Chemikalien vergiften will. Okay, was wolltest du? Ich hab gefragt, ob du schon wieder mit mir spielst. Oder ob das jetzt mal was. Weil der genauso hässlich von der Nase aussieht. Das ist ein anderer Dulli gewesen. Was muss ich denn überhaupt machen für eine Aufgabe? Datenscanner am Hauptcomputer. Pünktlichst gelieferte Perfektion. Es war mir eine Freude, Ihnen zu dienen. Ach, der ist da hinten. Ja, du machst das da. Hör mir eine Aufgabe an. Du machst das da. Wertsachen suchen. Ich hatte mich gerade gefragt, wie ich Ihnen noch besser dienen könnte. Ich fange sofort mit der Aufgabe an. So, das haben wir. Ich habe Zugang. Ausgezeichnet. Die Schutzmaßnahmen habe ich gleich ausgeschaltet. Ruht euch einen Moment lang aus. An ihrer Verteidigung vorbeizukommen war bestimmt nicht einfach. Nur noch eine Sekunde und... Da! Ich bin drin! Da haben wir es. Alles über die Gifte, ihren Zweck und... diese Chemikalien. Das Imperium benutzt sie, um alle Evoki auf Nar Shaddaa zu töten. Vielleicht eine Gefälligkeit für die Hutten. Das ist ein Verbrechen gegen die Galaxis. Das werde ich nicht tolerieren. Wir müssen rasch handeln. Wer weiß, wie viele Evoki sie schon getötet haben.
Es scheint, diese Chemikalien werden in einer Art Vernichtungsanlage verwendet, die von Commander Vergos geleitet wird. Ihr müsst die Anlage stürmen und sie stilllegen. Jetzt! Ich schlage sofort zu. Die Imperialen werden keine Zeit haben zu reagieren. Danke. Ihr habt den Dank der gesamten Evoki-Gemeinschaft. Schafft es in die Vernichtungsanlage und findet einen Weg, sie stillzulegen. So. Und wieder zurück. Oh, ist es wieder alle respawned. Lass mich doch in Ruhe, ey. Alter, du machst das schon. Ausrottung, das da muss ich. Da müssen wir hin. Ach, Alter, wird fertig. Ich will hier rein. Na endlich! Wärter und Captains. Habe ich doch gemacht. Wieso wurden mir nur zwei gut geschrieben? Eins, zwei, drei. Da waren sie alle weg. Wow. Nicht schlecht. Ich dachte schon, mir wird übel, wenn mich diese Imperialen noch einmal anrühren. Ich bin Calder Biss, Agentin der Republik. Hat Garnok euch geschickt? Ja. Ich habe die Chemiefabrik für ihn ausgeschaltet. Schön, dass er euch gefunden hat. Ihm läuft die Zeit davon. Vergost, der Kommandant hier, ist ein Ungeheuer. Als ihr die Chemiefabrik zerstört habt, wurde das Morden hier noch schlimmer. Jetzt versteckt Vergost sich in seinem Kommandoposten und tötet Evoki. Das gehört zu seinem Vernichtungsprogramm. Ihr müsst ihn eliminieren. Ja. Ich spüre das Leid der Evoki. Ja. Es wird bald enden. Gut so. Ich hole Verstärkung von der Republik und bin bald wieder bei euch. Beeilt euch. Schaltet Vergost aus. Dann ist sein Vernichtungsprogramm Geschichte. Okay. Wir töten den Kommandanten. Krieg ich hin. Das krieg ich mal doch hin. Giftattacke. Einmal furzen umsonst. Ah!
Na dann, komm mal her, Wächter oder Kommandant. Meine Arbeit ist fast vollendet. Ihr könnt mich nicht aufhalten. Niemand kann das. Meine Evoki-Freunde werden sich gedulden müssen, bis ich euch vernichtet habe. Drei. Es mussten schon viele Männer ihr Leben lassen. Ihr seid so töricht, wie ihr dumm seid. Das werde ich genießen. Ich auch. Guck mal, deine Kollegen sind alle schon down. Du auch. Kommandant Verghost. Also wenn man das falsch liest. Das Imperium hat jahrzehntelang an dieser Operation gearbeitet. Es wird hier nicht enden. Doch. Seid still, Verghost. Ihr seid erledigt. Worauf wartet ihr? Tötet das Monster! Wartet! Ich weiß alles über die anderen Vernichtungsanlagen. Ihr könnt es euch nicht leisten, mich zu töten. Er lügt! Tötet ihn! Seid kein Narr, Jedi. Ihr wisst, dass ihr mich lebendig braucht. Was mache ich denn mit dem? Lass ich den leben? Bring ich den um? Genießt die Gastfreundschaft der Republik. Ihr werdet euer ganzes Leben dort verbringen. Hoffentlich macht ihr das Richtige. Überlasst die Entscheidungen euren Vorgesetzten, Mädchen. Ich freue mich schon darauf, euch zu befragen. Das fühlte sich gut an. Ihn auszuschalten war das Richtige. Die republikanischen Truppen haben mich gerade kontaktiert. Ihr habt die Anlage eingenommen. Und Calda, wo ist sie? Hier drüben, Chief. Euer Freund hat mich gerettet. Und Commander Verghost gefangen genommen. Obwohl er den Tod verdient hätte, wenn ihr mich fragt. Ich kam her, um die Situation zu bereinigen. Nicht um sinnlose Morde zu begehen. Das ist wahr, Jedi. Lebendig ist er für uns wertvoller. Ich muss mich verabschieden. Die Überlebenden treffen jetzt ein und sie brauchen meine Hilfe. Die Evoki stehen in eurer Schuld. Ihr habt uns die Kraft gegeben, weiter um unsere Heimat zu kämpfen. Ghanouk hat recht. Ihr solltet stolz sein. Und ich will euch nicht weiter aufhalten. Ich übernehme jetzt. Manalangyan Perlo. Amka Kalami. Nayakira Lebua. Geringeres als Perfektion. Und es so nicht auf. Du. Ey, ich reise die ganze Scheiße, die halbe Map reise ich, um 4 Idioten zu killen und dann wieder wegzufahren. Wow. Ja. Vor allem, das waren nicht mal starke Idioten oder eine Herausforderung. Nein, das waren einfach, ja, Idioten. Warte mal, war das irgendwie sowas mit Kopfschuss und wie die Dinger da hießen? Was? Wie hießen die Idioten, wie so da? K3 Super Wachen Soldaten und sowas. Ach so. Das sagt nichts. Okay.
Die Taxiplattformen sind geöffnet. Jetzt muss ich dahin. Und dann muss ich noch wünsche Ihnen einen sicheren und angenehmen Aufenthalt. Fokussierte Verteidigung erhöht die Bewegungstempo um 50%. Jegliche Bereichsschaden 15 Sekunden lang um 60% reduziert. Wenn du den Kampf verlässt, wird die bla bla. Bei der Disziplin Verteidigung verlangsamt Machtsprung das Ziel. Was habe ich hier? Machtsprung. Die Armklingenzeit von Machtstasis. Ich würde eher das für da drin? Flächenschaden. Gefechtsgeschicke. Wie geht das denn? Hier oben bei den Männelkicken. Oben mit der. Ich würde eher das hier nehmen. Die Flächenschaden machen wir 60% reduziert. Oder nehme ich das mit Machtsprung? Ich nehme das da. So. Hamadititte auch. Und jetzt fahren wir zum Lauch. Und ich fahre in die falsche Richtung. Ich bin doch vorhin schon mal lang gefahren. Oh Mann. Seid leise. Diese Gebäude sind zwar verlassen, aber man stößt immer wieder auf imperiale Suchdroiden. Zen Loren, republikanischer Geheimdienst. Danke, dass ihr gekommen seid. Wie ich höre, seid ihr für die fremdartigen Flüchtlinge hier zum Helden geworden. Wollt ihr bei einem Gefängnisausbruch mithelfen? Was? Wieso Gefängnisausbruch? Wollt ihr mir nicht erst einmal genauere Informationen geben? Ich wusste, ihr Jedi seid für eure Weisheit bekannt. Es geht hier um das Imperium und die Gräueltaten, die es hinter Nar Shaddas Neutralität versteckt. Das hier ist die Schattenstadt. Ein Gefängnis voll mit den übelsten Attentätern des Imperiums. Und mit Wahnsinnigen, die hier ruhig gestellt werden, bis die Sith sie wieder brauchen. Warum sollten wir imperiale Gefangene freilassen? Hier landen nicht nur Imperiale. Das Imperium hat seine Kriegsgefangenen, unsere Männer, im schlimmsten Teil dieses Drecklochs eingesperrt. Im Lager 27. Wir wissen, dass sie dort Akko Domi festhalten, einen der Jedi-Helden der Schlacht von Zulust. Wir wollen ihn zurück. Was? Akko Domi? Okay. Kein Jedi verdient es, dass sein Geist einem solchen Ort ausgesetzt wird. Akko Domi soll eines der größten Jedi-Talente seit Jahren gewesen sein. Eines wie ihr selbst. Ich habe noch nie so strenge Sicherheitsvorkehrungen wie im Lager 27 gesehen. Ihre Zugangscodes sind unter den Wachen aufgeteilt. Niemand kommt alleine hinein. Und alle paar Minuten wird der Code wieder geändert. Ja, wir befreien Akko Domi. Wie soll das erreicht werden? Ihr müsst die Wärter abpassen, wenn sie außerhalb der Schilde sind und euch die Codes von ihnen besorgen. Das Problem ist, ihr braucht alle. Niemand hat mehr als einen Teil. Diese imperialen Folterknechte werden echten Schmerz kosten. Übertreibt es nur nicht. Ihr müsst mir diese Codes bringen, damit ich eine Kopie erstellen kann. Für den Fall, dass ihr es nicht mehr rausschafft. Viel Glück und beeilt euch.
Wenn sie die Codes ändern, bevor ihr drin seid, sind wir verloren. Shit. Stand da jetzt rotes da? Egal. Egal. Sag mal. Agent Alice hat eine Quest für mich. Da hinten auch noch einer. Ach nee, das ist dieses Terminal. Nö, mit der quatsche ich jetzt nicht. Das ist bestimmt so eine Scheißquest. Hier, ach, hier kann ich schon kämpfen. Pimmelt noch zur Erinnerung. Wusste ich's doch. Die einzelnen Typsis. Noch, die haben wir hier und der letzte ist da hinten. So. Der und jetzt noch der Typ sie hier. Zu Agentingsbums zurück. Ne, warte mal. Schatzsuche, genau. Ich verspreche das Ihnen nichts Geringeres als Perfektion. Öffnen. Eine Hose. Vorratsstufe 9 und 40. Ausdauer minus 3, Angriffskraft minus 1. Schnelligkeit dafür 28, Beherrschung 15, 27. Minus kritischer Treffer, ne, die wird verdickt. Die wird verkauft. Schon wieder falsch.
Ich habe die Codes. In Ordnung. Lasst mich sie scannen. Wenn das nicht funktioniert, haben unsere Techniker das nächste Mal wenigstens einen Startpunkt. Bis zum Abend wird Lager 27 Geschichte sein. Hoffentlich habt ihr damit recht. Die Codes werden nicht mehr lange gültig sein. Beeilt euch und benutzt sie, um reinzukommen. Verschafft euch Zugang zur Sicherheitskonsole und sagt mir, wenn ihr drinnen seid. Wenn euch alles gelingt, werdet ihr einen echten Helden der Republik befreien. Noch mehr extra Wünsche, soll ich dir noch Kaffee bringen? Och, Mann, ey. Jetzt hab ich mich mit den Helden auf. Ich soll einen Held der Republik befreien. Ich bin der Held. Hat er auch nicht gesagt, den Helden der Republik, sondern einen Helden. Es gibt ja ein paar mehr. Und wer der Oberheld ist, ist ja klar, bin ich. Selten so gedacht, Darko. Bin ich jetzt total bescheuert? Ich habe doch gerade ein Holochron gehört. Ach, das ist hier. Ach, hier war ich schon. Wo muss ich denn hin? Da lang, geradeaus. Da ist eine Lootkiste. So, Alter, du kümmerst dich um den dritten und ich loote. Nice. Nar Shaddaa, Verwüstung des Imperiums. Erfolg abgeschlossen. Boah. Cool. Was haben wir hier? Ein Geschenk. Handplanetenmodell. Das ist bestimmt was für Kira. Okay, aber bevor ich das hier mache, hol ich ein Bäuschen. Nein, setz dich bitte hin. Danke. So, ich bin gleich. Wo haben wir es denn gleich wieder da?